So, weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Ich soll zum Afterlife gehen, aber vorher kann ich hier ja mal. Achso, ich habe gerade bezahlt. Jackie hatte diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse. Denna, das bist wohl du. Wow, danke. Der Nah symbolisiert den Anfang einer Reise. Wenn du vor Begeisterung strotzt und dir deines Könnens und der Gefahren vor dir nicht bewusst bist. Das Rad des Schicksals. Die Gefahr ist größer, als du denkst. Sie kommt plötzlich, ohne Vorwarnung. Ein Konflikt ist unvermeidbar. Warum sind die Karten alle rot mit Xen? Der umgekehrte Wagen offenbart, dass solche Gefahr mit deiner Liebe zum Risiko zusammenhängt. Zähl nicht zu hoch, wie. Der Magier. Interessant. Du könntest jemand Faszinierendes, Charismatisches treffen. Jemanden, den du vielleicht sogar lieben lernst. Schwer zu sagen. Okay. Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen der Erste hier. Und vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht andersrum. Okay. Okay. Was sind die Netkreaturen, wer nicht Seelen aus dem Jenseits? Ich habe ihre Stimmen gehört. Lebende, überschreitet diese Schwelle nie, denn eure... Stimmen gehört? Was haben die gesagt? Sie kannten nicht die Sprache der Sterblichen. Sie heulten, schrien qualvoll, okay. Auf ewig entrissen ihrer Erdengestalt. Okay, was soll's. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, noch ein bisschen Geld zu machen, weil ich habe ja gerade meine Schulden bezahlt und jetzt habe ich nur noch 602 Euro-Dollar. Und darum gucken wir mal, ob wir hier in der Nähe irgendwas... Da ist eine Prügelei, da könnten wir hingehen. So. Eigentlich nicht. Okay, war es das schon? Das war's schon. Der Rest sind Polizisten. Okay. Gut. Liegt hier noch irgendwas? Überfall im Gange. Ja?
Ah, verdammt. Oh nein. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen mehr Panzerung kriege hier. Das ist ja furchtbar. Oder vielleicht in Deckung gehen, das wäre auch eine Idee. Oh Mann, jetzt lädt er wieder ewig. Kann ich vielleicht einen Schluck trinken in der Zwischenzeit? Ah, okay. Hallo, mein Name ist Max Jones. Ich arbeite derzeit an einem Bericht über die Konzernkriege in Südamerika. Ihr Name wird in einigen Kandatschik-Dokumenten erwähnt. Darin steht, dass Sie dort 2068 Teil einer humanitären Expedition waren. Wer es glaubt. Ich bin mir sicher, dass Sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben. Aber vielleicht können wir trotzdem miteinander reden. Hallo Max, ich treffe mich gerne mit Ihnen. Ich habe tatsächlich für Kandatschik hier gearbeitet und Sie liegen auch richtig damit, dass man nichts von dem, was wir dort getan haben, auch nur ansatzweise als humanitär. Aha. Kommen Sie in meinen Laden, ja, großartig. Okay. So, gucken wir mal, wo haben wir den nächsten Gefahrmittel? Nehmen wir den. Interessant. So, da oben. Aha. Ah.
Oh, warte, da sind. Da sind Container. Okay. War das jetzt schon alles? Ja, scheinbar schon. So. Ich meine, das Gefahrmittel, sagen die. Also könnte ich das theoretisch schaffen hier. Nehmen wir also den. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt schon 2000 und wir haben vielleicht einen Hut, der besser ist, ja. Wir haben wieder einen Schlapphut. Diesmal in Blau, sehr schön. Die wird auseinandergebaut. Oh, warte, können wir hier was einbauen? Kleidungsmod. Panzerung. Machen wir doch mal. Und hier können wir jetzt endlich das benutzen. Nein, immer noch nicht. Wir brauchen immer noch 3 Level. Und ich meine, wir können diese Maske hier benutzen. Die ist schützt besser als der Visor. Sieht aber irgendwie auch ein bisschen weniger schick aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja. Zwei Panzerungen sind zwei Panzerungen. Also nehmen wir das. Wir haben ja das Augending, was uns dann ablöst. Und das hier 25 ist schlechter. Und hier bei den Hosen 2,7 ist schlechter. Haben wir das schon mal alles auseinandergebaut. 72, 73, 49, 50. Ich meine, gut, das da haben wir jetzt. Die Unity ist natürlich besser. Aber was soll's, die können wir alle nochmal auseinanderbauen. Keine von denen ist teuer genug, dass sich Verkaufen wirklich lohnen würde. Und das gleiche gilt hier für das Käsemesser. Okay. Können wir vielleicht mal was upgraden? Vielleicht geht das. Okay.
den auf 118 immerhin. Und können wir den auch upgraden? Ja. Aber nur einmal. So. Hier wollten wir hin. An alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen liegt vor. An der Kreuzung von Drake und Cartwright Street. Vor Ort sind Mitglieder der Tiger Claws, denen Überfälle und Erpressungen vorgeworfen werden. Angeführt von Mokomichi Yamada, genannt Motorboy. Die Stadt bezahlt für die Entfernung von Yamada und seinen Komplizen aus der Gegend. So, wo können wir dich ablegen? So. Ah.
Okay. Okay, gucken wir mal. 1C, BD, 1C. Cool, gab ein bisschen Geld. Das ist ja natürlich auch ein schickes Auto hier. So, dann gucken wir mal, wo unsere nächste Prügelei oder sowas wäre hier. Ups. Ups. Ich aus Versehen Polizei umgebracht. Verstecken wir uns mal. Oh shit. Warten wir einfach mal, bis der Haftbefehl wieder weggeht. Und dann gucken wir, ob wir zurückfahren können, um was einzusammeln. Jetzt zum Beispiel. Hier rum, okay.
Irgendwo liegt hier noch eine Leiche, warte mal. Hm. Aha, Alarm, verdächtige Personen. Okay. Geht nicht, verdammt. Ja, okay. So, dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt hin können. Nehmen wir mal die schicke Maelstrom-Limousine hier. Wenn wir damit ausgeparkt kriegen. Okay, kriegen wir nicht, weil da liegt ein Polizist im Weg. Okay. Mal gucken, was sind das für welche? Tiger Claws Übergriff auf Konzernmitglied, Handel mit illegalen Brain Dances. Und der hier... Schutzgelderpressung. Und der dritte da? Ja, kann ich nicht sehen. Schwere Körperverletzung, Mord an einem NCPD-Officer. Okay. Hallo, ich brauche mal euer Auto. Guten Tag. So. Da die alle steckbrieflich gesucht waren, kriege ich dafür sogar noch Geld. Okay. Schauen wir mal. Hier ist noch ein Steckbrief. Oh, hier oben können wir sogar ein Blueprint zum Crafting finden. Also machen wir das mal zuerst. Oh, aber erstmal können wir hier verkaufen und dann, glaube ich, machen wir Schluss für heute. Und beim nächsten Mal gucken wir dann nach dem Blueprint, weil es ist schon wieder eine halbe Stunde um. Bartmoss Collective. Wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Okay. So, schauen wir mal, ob wir hier Sachen haben, die teuer sind. Ja. Das kostet alles nix. Die können wir alle auseinanderbauen, nicht verkaufen. Sehr gut. Haben wir hier irgendwas zum Verkaufen? Ja. Also die Sakkos sehen schon sehr viel besser aus als dieser Tiger-Claw-Harnisch. Obwohl der Tiger-Claw-Harnisch immer noch ein bisschen besser schützt. Okay, aber den Mantel können wir verkaufen. Und eins von den Sakkos verkaufen wir. Ist eigentlich egal welches.
Die Brille ist besser als die Maske. Die Maske ist besser als die Maske und die Maske ist nicht besser als die Maske. Okay. Aber die kosten alle kaum was, also sollte ich die nicht verkaufen. Sondern auseinanderbauen. So. 43, na meinetwegen. Die sind alle super billig noch. Aber verkaufen wir mal die teureren. So, den Rest können wir auseinanderbauen. Haben wir hier noch irgendwas zum Verkaufen? Ja. So, sehr schön. Naja, haben wir auch schon wieder 10.000. Sehen wir bald schon wieder in einem Bereich. Das können wir alles auseinanderbauen. Das ebenso. Okay. Sind wir bald schon wieder in einem Bereich, wo wir Geld haben und vielleicht ein bisschen neue Kybernetik kaufen können. Ja, dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann like das Video. Wenn ihr stattdessen lieber mögt, dass ich die Haupthandlung weitermache, dann schreibt einen Kommentar. Wenn keins von beiden der Fall ist, dann macht beides. Und in jedem Fall subscribe dem Kanal und schaltet diese blöde Glocke an, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein weiteres Video da ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.